Flux FM in digitaler Gesellschaft. Volker Tripp ist bei mir im Studio, wir jeden Mittwoch um 10 nach 4. Schönen guten Tag, Volker. Hallo. Warte, ich noch das richtige Mikrofon an, dann hört man dich auch. Hallo, Volker. Hallo. Da ist er. Schön. Kika. Wir sprechen über ein Phänomen, das sowohl Tankstellen in China als auch Krankenhäuser in Großbritannien und Anzeigetafeln der Deutschen Bahn betroffen hat. Richtig, sie wurden alle seit dem vergangenen Wochenende Opfer von WannaCry. Das ist eine Schadsoftware, die aktuell durchs Internet geistert, Rechner lahmlegt und erst gegen Zahlung eines Lösegeldes Daten auf diesem Rechner wieder freischaltet. Wer genau hinter WannaCry steckt, ist bislang zwar nicht bekannt. Für Brad Smith, der wiederum leitender Rechtsanwalt von Microsoft ist, für ihn liegt ein Großteil der Verantwortung für die Attacke gleichwohl bei den US-Geheimdiensten, insbesondere der NSA. Was es mit WannaCry auf sich hat, wie man sich schützen kann und was die NSA nun wirklich mit dem ganzen Kram zu tun hat, das weiß Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Tachchen nochmal. Ja, hi. Wie funktioniert WannaCry? Vielleicht gibt es ja 2-3 Leute da draußen, die von dieser Attacke nichts mitbekommen haben. Die haben dann eben nicht auf so einen digitalen Fahrplan der Deutschen Bahn zum Beispiel geguckt. Ja, WannaCry ist ein sogenannter Krypto-Trojaner. Das heißt also, er ist ein kleines Schadprogramm, das sich auf unterschiedlichen Wegen, oft aber einfach über E-Mail-Anhänge, in einen Computer schleicht und dann hingeht und anfängt, die Festplatte zu verschlüsseln, sodass eben der eigentliche Nutzer da an seine Daten nicht mehr rankommt. Genau. Ne? Die Besonderheit bei WannaCry, im Gegensatz zu solche Krypto-Trojaner gibt es relativ viel, aber die Besonderheit bei WannaCry ist, dass der auch eine Wurmfunktion hat. Das heißt, er setzt sich selbsttätig innerhalb eines Netzwerks fort und infiziert dann weitere Computer in diesem Netzwerk. Das heißt, diese Erpressersoftware hat bislang so funktioniert, dass da wirklich gezielt einzelne Rechner rausgepickt und angegriffen wurden. Jetzt kann man theoretisch das Pech haben und mit einem Rechner im Netzwerk arbeiten, wo ein Rechner betroffen war und der gibt es dann weiter. Ganz genau. Und diese Infektionen sind eben besonders relevant für ältere Windows-Systeme, also vor allen Dingen für Windows XP. Und es gibt eben noch zahlreiche, gerade so Firmen in der öffentlichen Verwaltung und so, oder Stellen in der öffentlichen Verwaltung, die mit so veralteten Betriebssystemen arbeiten. Ja. Aus unterschiedlichen Gründen, Geldmangel und so weiter. Ja. Aber also, und genau auf diese Systeme sozusagen hat es WannaCry abgesehen. Ja, also die Windows XP Betriebssysteme, die waren betroffen. Jetzt weiß man, sogar als jemand, der noch nie ein Windows-Betriebssystem auf täglicher Basis benutzt hat, so wie ich, weiß man, dass Windows XP schon seit Jahren quasi ein obsoletes Betriebssystem ist und dass die Leute von Microsoft auch gesagt haben, pass mal auf, es gibt keine Sicherheitsupdates mehr. Das war bekannt. Dann wurde vielleicht blöderweise im letzten Jahr oder vor 2 Jahren in der britischen Presse darüber berichtet, dass das Gesundheitssystem in England komplett auf Windows XP läuft. Genau. Vielleicht war das der entscheidende Punkt auch nochmal für so eine Hacker-Crew zu sagen, gut, da haben wir ja schon mal einen Gegner oder eine Rechnerfamilie ausgesucht, die vielleicht durchaus für Aufmerksamkeit sorgen könnte. Ja, vielleicht, aber das Ganze läuft ja weltweit und ne, die Infektionen laufen auch weltweit. Also insofern scheint das jetzt nicht spezifisch auf das Gesundheitssystem in Großbritannien abgezielt zu haben. Wobei man aber da meist, also ich meine, hier bei der Deutschen Bahn war es ja offensichtlich so, dass die Fahrpläne und so sind noch mit XP gelaufen. Das ganze Sicherheitszeug, was aber dann dafür führt, dass auf der Schiene quasi keine Züge gleichzeitig fahren oder genau, das war ja alles geupdatet, also außer Gefahr. Deswegen finde ich ja, dass dieses englische Gesundheitssystem-Ding fast schon das Beängstigendste war, weil da ging das ja so weit. Hier war halt so ein, hast du auf den Bildschirm geguckt und da stand dann halt nicht, der Zug fährt um 16.13 Uhr, sondern hier Rechner als Opfer vom Ransomware. Mhm. Ist jetzt nicht so gefährlich, wie wenn du mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus stehst und die sagen, sorry, du musst wieder gehen. Ja, das war sogar in Großbritannien noch viel dramatischer. Ja. Da ging es auch um Krebspatienten beispielsweise und auf deren Patientenakte konnte dann nicht mehr zugegriffen werden und dann konnten die notwendige Behandlung nicht bekommen. Und das ist natürlich, also da geht es dann tatsächlich um Menschenleben und da wird es natürlich ernst, wie es ernster nicht geht. Ne? Ja. Jetzt habe ich gerade vorhin den Brad Smith kurz erwähnt, der ist leitender Rechtsanwalt von Microsoft und der sagt, der große Teil der Verantwortung liegt bei den US-Geheimdiensten, insbesondere bei der NSA. Wie kommt der da drauf? Naja, also dieses Programm WannaCry hat eben eine Vorgeschichte. Und zwar hat es mal angefangen als sogenannte Zero-Day-Exploit der NSA. Dazu muss man wissen, die NSA als einer der größten, wichtigsten Geheimdienste der Welt konzentrieren sich ja eben sehr stark auf die Sammlung von Daten aus elektronischen Quellen. Und damit sie an diese Quellen rankommen, sammeln sie Schwachstellen in Computersystemen. Und diese Schwachstellen, die nennt man auch Zero-Day-Exploits, also die Ausbeutung von nullten Tagen
Tag sozusagen, weil sie eben noch gar nicht bekannt sind. Okay. So, und eigentlich wäre es Aufgabe gerade einer staatlichen Stelle, für IT-Sicherheit auch in der Bevölkerung zu sorgen, indem man eben, wenn man auf solche Schwachstellen stößt, die Hersteller darauf hinweist, damit diese Schwachstellen dann möglichst geschlossen werden können. Die NSA macht jetzt das genaue Gegenteil. Die behält diese Schwachstellen für sich und geht sogar hin und kauft auf internationalen Schwarzmärkten, wo solche Zero-Day-Exploits gehandelt werden, auch gezielt solche Schwachstellen an. Hortet die dann, ja, und hofft dann drauf, dass sie irgendwann die mal benutzen kann, um eben in fremde Computersysteme. Das heißt ja, wenn man es jetzt überspitzt formulieren würde, dass der NSA, dass die sagen, uns sind Informationen wichtiger und auch die Möglichkeit, an Informationen ranzukommen, die für uns gar nicht gedacht waren, als jetzt zum Beispiel der Schutz von einem krebskranken Menschenleben in England. Ja, zugespitzt formuliert ist das absolut richtig. Mhm. Das Dumme ist, diese Zero-Day-Experts, solange wie sie in der Welt sind, können eben nicht nur Geheimdienste, sondern auch andere Leute die entdecken, zum Beispiel Online-Kriminelle, und diese dann gezielt ausnutzen. Das heißt also, im Grunde lässt man, wenn man solche Lücken kennt und eben nichts tut, lässt man bewusst dieses Risiko zu, dass eben solche Schäden bis hin eben zu Schäden an Menschenleben geschehen. Und was eben hier jetzt passiert ist bei der NSA, ist, dass eine Hackergruppe namens Shadow Brokers schon im vergangenen Jahr offensichtlich Zugriff auf ein ziemlich großes Bündel von Zero-Day-Exploits, die die NSA hortet, bekommen hat. Mhm. Und hat dann eben versucht, die auch zu verkaufen, ja, für einen sehr extrem hohen Betrag. Das hat dann nicht geklappt, weil offenbar das Vertrauen der Käufer dann auch nicht so groß war, dass dann tatsächlich die angeblichen Zero-Day-Exploits drin sind. Und dann haben sie angefangen, einzelne zu veröffentlichen. Und dazu gehört eben auch ein Zero-Day-Exploit namens Eternal Blue. Und Eternal Blue wiederum ist die Grundlage für WannaCry. Ja, das heißt also mit anderen Worten, die technische Grundlage für WannaCry stammt aus dem geheimen Baukasten der NSA. Und das ist der Grund, warum Microsoft jetzt sagt, ey Leute, ihr hättet uns doch auf diese Sicherheitslücke hinweisen können, dann hätten wir die gezielt schließen können. Das habt ihr nicht getan. Und weil ihr das nicht getan habt, ist eben jetzt dieses riesige Problem, und das ist wirklich ein weltweites Problem, WannaCry, deswegen ist es jetzt in der Welt. Da finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen lustig, dass ausgerechnet Microsoft jetzt sagt, ihr seid schuld, denn die haben ja ihre Kunden dazu gezwungen, ein neues Betriebssystem aufzuspielen, indem sie gesagt haben, für XP gibt es eben keine Sicherheitsupdates mehr. Das heißt, ein bisschen sind die Microsoft-Leute ja auch unter Umständen mit an dieser Geschichte beteiligt, wenn auch indirekt. Ja, indirekt. Also ich finde, der Punkt eins ist, also man kann nur die Sicherheitslücken schließen, die man kennt. Und wenn Microsoft die eben tatsächlich nicht kennt, dann finde ich auch schwierig zu sagen, ihr müsstet die aber kennen. Ja. Ja. Punkt zwei ist, so ein Wirtschaftsunternehmen wie Microsoft, das ist klar, dass die immer wieder neue Produkte rausbringen, dass halt irgendwann der Support für alte Systeme aufhört. Und XP ist ja nun jetzt wirklich schon eine ganze Weile sozusagen obsolet. Insofern, klar, so eine gewisse Nachsorgepflicht, finde ich, haben so Unternehmen schon, aber irgendwann muss die auch enden, weil anders, muss man sagen, könnten solche Unternehmen ja gar nicht existieren. Also die können ja nicht für alle Dinge, die irgendjemand irgendwie mal mit ihrem Betriebssystem macht, das können die nicht vorhersehen und auch nicht dagegen wirken. Und deswegen, ein bisschen vielleicht, aber ich finde, also der Schwerpunkt liegt tatsächlich schon eher auf staatlichen Stellen, die eben solche Schwachstellen kennen und sie nicht schließen. In der Tat ist es so, dass eine undichte staatliche Stelle im Prinzip dem Demokraten mehr wehtut, als wenn so ein Privatunternehmen halt sagt, nee, wir machen kein Update mehr, weil das ist Teil der ganzen Geschichte. Das ist Teil des Kapitalismus, dass die halt irgendwann sagen, pass mal auf, wir wollen ein neues Produkt verkaufen. Die sind ja nicht vom Volk quasi dazu verpflichtet, für das Wohl des Volkes eben einzustehen, was bei einer Regierung ja im besten Fall anders ist. Trotzdem muss man sich jetzt fragen, was kann die Politik tun, was muss die Politik tun, um solchen Angriffen mit WannaCry vorzubeugen? Muss man da die Geheimdienste mal ranholen und sagen, Freunde, so nicht. Wenn ihr da was entdeckt, dann müsst ihr das bitte weitergeben zum Schutz eben auch der Bevölkerung. Ja. Oder sollte man vielleicht doch nochmal auch Software-Anbietern gehen und sagen, auch länger zurückliegende Betriebssysteme müssen regelmäßig ein Update erfahren, damit da nicht Einfallstore entstehen. Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus. Nee, aber habe ich auch so nicht gefragt. Also ich finde auch, man muss da eigentlich beides machen. Also wichtig wäre tatsächlich, dass Geheimdienste aufhören, also zum einen auf diesem Schwarzmarkt unmittelbar solche Exploits anzukaufen, um mit Steuergeldern, das muss man ganz klar sagen, mit Steuergeldern quasi neue Sicherheitsrisiken zu begründen. Ja. Das kann eigentlich so nicht sein. Ja. Ich finde, das müsste tatsächlich gesetzlich verboten werden, dass darf einfach nicht passieren. Dann müssen die eigentlich auch verpflichtet werden, wenn sie auf solche Sicherheitslücken stoßen durch ihre eigene Arbeit, also nicht durch Ankauf, dann sollten sie die Hersteller darauf hinweisen und tatsächlich diese Sicherheitslücken schließen. Also zum Wohle der Bevölkerung, kann man sagen. Ne? Und ansonsten muss man sagen, haben die auch den Begriff Sicherheitsbehörden eigentlich nicht verdient, sondern sind tatsächlich eher Unsicherheitsbehörden, weil sie ja tatsächlich neue Risiken schaffen, die bisher nicht da sind. Ja. Also das ist ganz wichtig. Und dann kann man tatsächlich drüber nachdenken, beispielsweise
Ganze für Software sowas wie eine Produkthaftungspflicht einzuführen. Das heißt, in dem Augenblick, in dem ich eben für mich erkennbare Risiken an einer Software nicht beseitige als Hersteller, dann muss ich auch für die Schäden, die dadurch entstehen, gerade stehen. Ja. Das finde ich in der Tat, darüber kann man reden, das ist eine ganz vernünftige Sache. Das gibt es nämlich in dieser Form bisher noch nicht. Jetzt sind das alles Zukunftsmelodien. Ich möchte jetzt aber noch für den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin klären, weil die vielleicht gerade einen Rechner hochfahren und sehen, Scheiße, das ist das XP-Logo. Ja, möchte ich vielleicht nochmal wissen, was macht man jetzt? Ist WannaCry noch aktiv? Wie kann man sich, auch als jemand, der vielleicht Windows XP wirklich noch zu Hause hat, wie kann man sich schützen? Ja, also zunächst mal, WannaCry ist noch aktiv. Es hat zwar zwischenzeitlich mal Meldungen gegeben, dass ein Sicherheitsforscher eine Möglichkeit gefunden hat, wie man das Ganze abstellen kann. Das hat auch eine Zeit lang funktioniert. Offenbar ist aber mittlerweile eine neue Version im Umlauf, die diese Möglichkeit, das abzustellen, nicht mehr bietet. Ja. Also, das heißt, man sollte wirklich gerade als Nutzer von XP sehr vorsichtig sein. Am besten den Rechner vom Netz nehmen, sodass man gar nicht mehr im Internet ist, dann sich über einen anderen Rechner einen Patch, den Microsoft mittlerweile veröffentlicht hat, runterladen und eben den Rechner dann tatsächlich patchen. Also diesen Notfallpatch gibt es dann jetzt doch? Mittlerweile gibt es den, ja, genau. Aber generelle Vorkehrung sollte eigentlich sein, regelmäßig Backup seiner Daten machen und die eben das Backup nicht an einem Rechner dran haben, sondern wirklich die Festplatte einfach in den Schrank legen. Mhm. Ja, gar nicht irgendwie am Netz das Ganze dran haben. Das wäre sicherlich gut. Regelmäßig Sicherheitsupdates machen. Also die Betriebssystemhersteller spielen ja eigentlich also fast täglich irgendwelche Updates ein. Bitte immer unbedingt machen und nicht ins Hintertreffen geraten lassen. Ja. Denn wie gesagt, also dieser Markt mit den Schwachstellen ist unheimlich dynamisch, unheimlich schnell. Da ändert sich eigentlich täglich was. Ja. Und deswegen ist es eben wichtig, auch ganz regelmäßig immer Sicherheitsupdates aufzuspielen. Und auch nicht auf die E-Mail vom unbekannten Absender klicken. Genau. Das könnte auch gefährlich werden. Ja, generell, also das sind ja nicht nur, man kann auch Absender fälschen. Ja, ja, also das sollte eben auch einem klar sein. Generell, wenn man Mails nicht erwartet, ja, dann sollte man nicht draufklicken. Also irgendwelche Behörden oder Banken oder so werden niemals irgendwie verlangen, dass die werden einem nicht eine Mail schicken und dass man dann auf irgendwas draufklicken soll oder Passwörter eingeben oder ähnliches. Ja? Ja. Also sowas generell einfach gar nicht machen. Ja. Einfach mal nicht machen. So auch wenn es interessant, auch wenn da steht, da ist mal Geld auf seinem Konto angekommen. It's not true. Volker Tripp, vielen Dank für diese kleine Aufklärung zum Thema WannaCry und für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.